ich viele Tiefen von Beziehungen und vor allem dem Ende von Beziehungen kenne und da geht es auch in diesem Text drüber. Verpiss dich, ich kann dich nicht mehr sehen. Das waren die letzten Worte, die sie an ihn richtete. Noch immer stand er unter Schock. Damit hatte er nicht gerechnet. Er wusste zwar, dass es nicht zum Besten stand mit dieser Beziehung, aber einen solchen Abgang hatte er sich nicht vorstellen können. Welchen Abgang er sich jedoch nach all der Zeit hätte vorstellen können, wusste er auch nicht. Vielleicht traf ihn selbst die Schuld, sich nicht besser auf diesen Moment vorbereitet zu haben. Aber bereite dich mal auf den Supergau vor, dachte er still und schob den Gedanken von sich. Verpiss dich, ich kann dich nicht mehr sehen. Genau gesagt war das nicht ihr exakter Wortlaut. Eigentlich sagte sie, ich liebe dich nicht mehr. Aber damit konnte er noch viel weniger leben. Es zog ihm den Boden unter den Füßen weg. Es erschien ihm noch viel härter und viel gemeiner als die von ihm zurechtgebogene Version. Genau genommen käme sie also bei seiner Fassung besser weg. So kleidete er sich in das Opferkleid. Er gegen diese herzlose Schlampe. Er würde bedauert werden und er hätte auch allen Grund dafür. Er litt und das nicht so knapp. Aber er war auch schlau. Er wusste, dass ihm das keiner abkauft. Gemeinsame Freunde und Bekannte gab es zwar nur sehr wenige, insofern waren seine Gedankenspiele reine Hirngespinste. Und wahrscheinlich war es auch genau dieser gähnende Abgrund, vor dem er jetzt stand, der ihn ängstigte. Es würde keine Hand tröstend auf seine Schulter gelegt, jedenfalls keine, die Bescheid wusste. Und er würde weder seine noch die tatsächliche Version des Endes irgendwie mitteilen können. All die Jahre war man mehr mit sich und der Erhaltung dieser Beziehung beschäftigt, als damit soziale Kontakte zu knüpfen und führte quasi eine Liebe im Wasserglas. So gesehen wäre er dieser kleinen Umdeutung der Tatsachen kaum zu überführen gewesen. Dennoch gab es bei seiner Version noch genug Lücken, die auszuhebeln waren und die der kluge Beobachter hätte seine Hilflosigkeit und seinen notdürftigen Deutungsversuch recht schnell als plumpe Lüge enttarnt. Er hatte es sich nie leicht gemacht und ist viele faule Kompromisse eingegangen. Warum also sollte ihm dieser letzte Triumph verwehrt bleiben? Vielleicht, weil es die Wahrheit ist, blitzt es in ihm auf und er mochte den Gedanken nicht. Verpiss dich, ich kann dich nicht mehr sehen. Ja. Er rollte diesen Satz viele Male vor sich her, kroch in ihn hinein und wusste, dass er einfach nur nicht mehr geliebt wurde. Ja, schön.